Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbrecht. Noch 6 Tage bis Ostern. Änder dein Leben, bring dein Leben auf die Reihe. Wenn ich so rumlaufen würde, jedem im Aldi das sagen würde und vielleicht dazu mein Styling ein wenig ändern würde, statt einem Baumwollpullover scharf Felle tragen würde? Ich glaube, man würde mich sehr schnell nun gar nicht mehr ernst nehmen. Ich weiß nicht, was mein Kirchenvorstand dazu sagen würde, aber sie würden sich schon mal so ein bisschen überlegen, was ist bloß mit unserem Pfarrer passiert? Nun, aber so oder ähnlich war es mit Johannes dem Täufer. Er lief rum, heute würde man sagen, wie ein Freak. Er war in der Wüste, trägt einen Mantel aus Kamelhaar und ernährt sich von Heuschrecken und Honig. Naja. Und außerdem benutzt er eine Du-Botschaft und wer lässt sich schon gerne etwas vorschreiben? Aber trotz allem, was komisch war, die Leute sind zu ihm gekommen und haben ihr Leben geändert. Das war damals nicht ganz unbekannt für die Juden. Denn im Judentum, da gab es die Angewohnheit, dass Menschen sich ihr Leben für Gott geweiht haben. Nasir nannte man sie, abgesondert waren sie. Und schon der Engel Gabriel hatte angekündigt, dass dieser Johannes einmal kein Wein und starkes Getränk trinken würde. Und solche oder ähnliche Gelübde, sie werden im Detail geschildert, wie sie abzulaufen haben, im 4. Buch Mose Kapitel 6. Und da taucht immer wieder auf, dass das Besondere an einem Nasir ist, dieser Mensch, der will sich ganz Jahwe, dem Herrn, weihen. Er will sich absondern und ganz Gott hingeben. Und so heißt es in diesem Kapitel im 4. Buch Mose, Kapitel 6, immer wieder, es geht darum, für den Herrn zu leben. Und natürlich ein Nasir sollte kein Wein und starkes Getränk, also starken Alkohol, trinken. So also auch Johannes in der Wüste. Und das heißt, vom Mutterleib an war er mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und zwar schon im Mutterleib an die Begegnung mit Jesus war der Grund dafür, dass er erfüllt worden ist. Und wenn es in der Apostelgeschichte heißt, dass Christen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dann ist das die eine Sache. Die andere Sache ist, dass man sein Leben Jesus gibt, abgesondert ist, aber doch eher so lebt wie Johannes der Täufer und der Heilige Geist wirkt, aber man ist deshalb noch nicht erfüllt. Und es gibt im Neuen Testament noch eine weitere gedankliche Verbindung zwischen diesem Nazireatum und dem Wirken des Heiligen Geistes. Und zwar im Epheser Kapitel 5, Vers 18, da lesen wir: Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Und das ist jetzt keine gesetzliche Anweisung, eine Regel, die strikt zu befolgen ist. Nein, Jesus selbst hat Wasser in Wein verwandelt. Und Wein ist ja auch ein anregend, um fröhlich zu sein. Aber der Heilige Geist möchte uns so anregen, mit Freude im Herrn, wie das sonst in dieser Welt nur der Wein tun kann. Und im Übrigen kann man ja auch nur von etwas voll und erfüllt sein, wenn man andere Dinge nicht zu sich genommen hat. Wenn man von weltlichen Begierden erfüllt ist, dann schütte ich meine Sehnsucht nach dem Wirken des Geistes förmlich zu. Und so soll der Heilige Geist selbst der neue Wein sein, der durch uns durchströmt und uns fröhlich macht in unserem Herrn. Und
Dieser Johannes hat diese Fröhlichkeit gekannt, aber er predigt ernst und er zieht die Menschen an. Sie kommen zu ihm und sie lassen sich taufen. Und taufen, das Wort Baptizo, heißt erstmal im Wasser untertauchen. Aber auch ein Schiff kann im Wasser untertauchen, auf Deutsch absaufen. Damit ist also nicht nur das Waschen und Abwaschen von Schuld gemeint in der Taufe, sondern eben auch das Sterben und neu auferstehen. Und mit all dem, was Johannes predigt, da macht er sich eben nicht nur Freunde, er polarisiert. Sein Handeln verärgert die einen und die anderen sind froh, dass es ihn gibt. Und einer ist eben auch froh, dass Johannes da ist. Das ist Jesus selbst. Er geht ja zu Johannes, um sich taufen zu lassen, obwohl er nicht schuldig geworden ist. Aber so zeigt er, ich bin ganz Mensch geworden und die Taufe ist wichtig für jeden Menschen. Jesus sagt vom Johannes, dass er der Vorbereiter ist, der Vorläufer und damit auch der letzte Prophet, der auf den Messias hinweist. In dieser Zeit ist es gut, dass wir uns immer wieder neu an das Leiden Jesu erinnern, damit wir traurig werden, sondern damit wir wissen, es gibt immer noch etwas, einen Grund umzukehren und Buße zu tun. Und zwar eine Buße zur Freude, zur Lebensfreude, die Christus uns schenkt. Jesus sagt öffentlich über Johannes, dass unter den von Frauen Geborenen kein größerer Prophet ist als Johannes der Täufer. So steht es im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Vers 28. Und Jesus sagt weiter über Johannes, dass er ein strahlendes und brennendes Licht ist. Johannes 5, Vers 35. Ein Licht, das angezündet ist vom Licht Gottes, von dem wahren Licht. Denn Gott ist in seinem Wesen ja Licht. Und so auch wir als Christen. Wir tragen dieses göttliche Licht in uns, nicht um selbst erleuchtet zu werden, sondern um dieses strahlende Licht in diese Welt zu bringen. Und so bitte ich dich, in den nächsten 15 Minuten, gibt es Dinge in deinem Leben, die das Licht etwas abdämpfen, abschwächen? Gibt es etwas, was du unbedingt haben musst, aber wo du eine gewisse sozusagen Begierde hast, die aber gar nicht so passt zum Wirken des Heiligen Geistes? Nimm dir Zeit und lies das Johannesevangelium Kapitel 1, vielleicht ab Vers 1 oder ab Vers 14 bis Vers 36. Und nimm dir Zeit, dich vom Heiligen Geist füllen zu lassen. Und zwar insofern, als er dich füllt mit der Liebe Gottes des Vaters. Römer 5, Vers 5. Und nimm dir diese Zeit immer wieder, dich von der Liebe Gottes ganz füllen zu lassen im Heiligen Geist und so ganz neu gefüllt in jeden neuen Tag zu gehen. Sei gesegnet.